Ja, einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wow! Legt direkt los, ey! Heute mal wieder ein kleiner sich gegenseitig Umklatschpart nebenbei zum Labern. Eigentlich wollten wir es auch mal irgendwann mit der Community machen, aber wir haben es irgendwie nie hinbekommen. Der hat mich getroffen, die Sau. Die Sau hat mich getroffen. Wer hat da das gemacht? Was ist denn da an der Hand? Haha, Sniper! What the fuck? Ja, wir haben. Jede Waffe ist erlaubt, jede Waffe ist erlaubt, ne? Ja, deine Mutti ist auch erlaubt. Sexy. Musst du dich erstmal wieder ausrüsten oder hast du deine Clothings trotzdem noch an? Ich hab die noch an. Würde mich auch mal interessieren, ob man das sieht. Moment, ich guck mal kurz, ob man dich irgendwo sieht. Ist das da oben? Ich komme mal kurz zu dir. Jetzt nicht abschießen. Ich will mal gucken, ob wir uns gegenseitig erkennen können, ob man das außerhalb sieht oder ob wir trotzdem noch normal aussehen. Weil die Helme hat man ja auf jeden Fall erkannt eigentlich. Ja, na klar, aber das andere. Nö, ist alles gleich. Alles gleich. Jo. Nein! Nicht so nah dran. Nicht so nah dran! Ups! Da erkennt man auch was geil. Bist ne Assi. Alter, wie der sich ausgerüstet hat! Natürlich! Alter, dann nimm mal alles. Du bist ein Banner, ey. So, Raketenwerfer wieder nehmen. Da bist du ja. Ach nee, du bist ein Zombie. Noch nicht schießen, bitte. Ach nee, Magazine brauchen wir ja nicht, ist ja Quatsch. Gibt's ja nicht mehr. Bullets, Bullets. Und was vergessen? Ach ja. Das Zeug. Musst du alles haben, oder? Ja. Okay. Du bist eigentlich theoretisch dann die Map-Dings unten ausmachen, aber dann wär's ja doof, weil wir dann nicht wissen, wo. Oh! Alter! Scheiße! Jawoll! Krasser Scheiß, ey! Wie das Loch hier aussieht jetzt. Sagst du, das sieht jetzt schön aus? Ja, das oh, schön. Schön ruhend. Le ruhend. Ich baller mal einfach voll in die Menge hier. Die scheiß Zombies weg sind. Die nerven mich nämlich. Hoho, voll erwischt, ey. Wo ist denn der Penner? Ich seh den. Voll zerrissen. So, wo bist du hin? Wo bist du? Ach, da vorne irgendwo. Ach, hier geht's runter. Ach, deswegen sehe ich den nicht. Verdammt. Ich hab das entdeckt. Oh ne, okay. Alter Schwede. Wie ist denn der? Wohoo! Jawoll! Du bist ne Assi! Gut! Leute, wir müssen uns erstmal ausrüsten. Dann haben wir am besten mein Backpack da, dann kann ich ihn nämlich gleich wieder looten, einfach, weißt du? Mhm. Wenn ich wüsste, wo der jetzt ist. Da, okay, dann geh ich schnell hin. Jawohl, Leute. wir haben ja wieder ein paar Themen, über die wir schnacken wollten. Das erste wäre aktive Sterbehilfe, ja, nein. Oder eben mit, wie heißt das Medizinzeugs? Junge, ich will erstmal meinen Scheiß looten! Mach doch! Töte mich aber auf dem Weg dahin nicht. Du bist ein Assi! Ja, das ist explodiert! Juck dich! Alter. Zombies bei dir. Moment, ich muss erstmal ausrüsten. Das finde ich schon wieder Gong. Keine Ahnung. So. Das. 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 Boah, der Schrei. Krass. Das. Okay. So, haben fertig? Haben fertig. Au! Hat er mich ge. Alter, was hast du für ein Aim? Sag mal. Du cheatest doch. Man kann reinzoomen, man kann reinzoomen. Echt? Na klar. Seit wann? Ausrad, vor und zurück. Das muss ich jetzt testen. Ja, hol dir dein Zeug und dann geht's los. Also, aktive Sterbehilfe oder wie hieß die Medizin nochmal? Palliität Medizin. Palimpalim Medizin, okay. Der Begriff heißt so viel wie künstlich am Leben lassen durch Medikamente. Durch Medikamente und alles, ja, aber dafür das Leiden von diesen Patienten da eben schon, ja, okay. Wie Todes. Frage, ob man die Geräte abschalten sollte oder nicht. Ich bin der Meinung, dass diese Antwort auf jeden Fall nicht leicht zu. Was war das denn jetzt? Was ist denn das? Ach, Sniper! Du musst doch sagen, wenn du bereit bist, du Arsch, nicht einfach. Ach so, ich bin bereit. Also ich bin der Meinung, es kommt ganz auf den Fall an. In dem Fall, die Medizin, ist das auch so, dass der Mensch dann überhaupt noch irgendwas machen kann oder liegt der einfach nur da? Nein, das ist ja, da hängt ja an Maschinen, hängt da ja. Der und
Der hängt da einfach nur da und... es geht ja darum, ob er die Maschinen abstellt und sagt, okay, lassen lieber. Also es da dann noch irgendwie weiterleitet oder eben mit Medikamenten noch am Leben halten, obwohl er eh schon im... Wenn der Fall eintritt, dass die Person nicht mehr zu retten ist und der Hirntod festgestellt wurde. Sowas in der Art, ja. Bin ich der Meinung, dass man die fleischliche Hülle da nicht einfach irgendwie... Junge. Nicht länger am Leben lassen sollte. Weil dann bringt das wirklich gar nichts. Richtig, richtig. Also sehe ich das auch. Na, aber das ist ja in Deutschland verboten. Es ist in Deutschland verboten, Geräte abzustellen. Ja. Sterbehilfe ist in Deutschland verboten. Das ist ja keine Sterbehilfe, das haben doch die Dings zu entscheiden, die Angehörigen, oder? Ja, aber ist nicht. Okay. So wie ich das verstanden habe. Echt nicht? Nee. Ist ja dumm. Okay, bin bereit. Los geht's. So, ich auch. Fuck! Wieso kommt da... Ich hab's gerade Klick gehört, bloß. Wow! Oh, wo bin ich denn jetzt? Okay, hier bin ich sicher. Hier bin ich sicher. Scheiße, voller Ficht! Bombe ich dich da weg, ey. Alter, was du für einen Krater gemacht hast. So gleich, dass du in den Krater geschossen hast, hast du direkt nochmal einen Riesenkrater erstellt. Das ist ja dumm, dass es in Deutschland verboten ist, wusste ich nicht. Weil ich dachte, wenn man die Wahl hat, dann würde ich immer Geräte abstellen. Was bringt es denn jemandem, wenn die Person sowieso auf indirekte Art und Weise gar nicht mehr lebt, gar nicht mehr existiert. Weil das Gehirn ist tot. Ja. Das ist doch Quatsch. Also so wie ich das verstanden habe, ich kann es jetzt auch falsch erklären, ich weiß es nicht, tut mir jetzt leid, aber soweit wie ich das verstanden habe, ist nur wenn der Patient sagt, okay, stell die Dinger ab, dann kannst du. Aber sonst nicht. Ich komme an meinen Rucksack nicht ran. Ja, Pech für dich. Mal neue Sachen cheaten. Lass mal schnell weggehen. Die Zombies nerven mich gerade. Alter, guck mal hier Schweinchen. Seit wann gibt's hier Schweine? Schon immer. Ach so. Die sind aber so selten. Ja, wie du. Ich bin selten? Ja. Ich bin außergewöhnlich. Oh mein Gott. Na, bitte mal noch nicht hier einen Scheiß bauen, Digga. Ne, mach ja nicht. Das muss nicht sein, wa? Digga, hör mal auf hier. Du lenkst... Ich mach doch gar nichts. Du lenkst mich ab, Egal. Tut mir leid, Werner. Okay. Und wird nicht mehr gearbeitet. Los gehen. Wo ist die Sacksau hin? Boah, fick dich! Ich hab Spaß. Nee, also wenn es in Deutschland echt verboten ist, finde ich dumm, weil ich bin der Meinung, das muss eigentlich jedem selbst überlassen sein. Ja, und der Familie. Und warum jemanden künstlich am Leben halten, wie gesagt, das bringt aus meiner Sicht nichts. Das ist Quatsch. Ich würde es nicht wollen. Ich würde mich dagegen entscheiden, wenn ich vorher sage, nein. Aber ich würde gerne meine Organe behalten. Auch wenn es wirklich egoistisch ist mit dem Organspenden. Aber ich will, weiß nicht, das ist wieder auch wieder ein Teil, was mit mir zu tun hat, wo ich denke, in den Organen steckt ja auch ein Stück weit irgendwas. Das wäre sonst, weiß ich nicht, also keine Ahnung. Das ist ja mein Leben, was da auch mit einherging. Meine Leber will sowieso keiner. Ich glaube, meine Organe will sowieso keiner haben. Deswegen ist ja Quatsch. Bevor man die dann rausschnibbelt und dann sich sagt, hier du und da und dies und das und nee. Lass mal Leisure. Bleib mal Leisure. Lass mal heute auf Wacken gehen. Ey! Ich hab gar nicht gesagt, dass ich ready bin. Achso, stimmt ja. Jetzt bin ich ready. Ich vergaß. Boah, wow! Was ist das für ein Turm? Hilf mir, steck fest! Boah, vielleicht wieder beim nächsten Thema wären, Rassismus. War gut oder schlecht? Natürlich immer schlecht. Immer, ja, natürlich. Wobei ich sagen muss, ich kann es teilweise nachvollziehen, weil es wird einfach immer schlimmer hier aktuell. Die Ausländer, ja gut, die Ausländer. Wer ist denn eigentlich die Ausländer? Das ist immer die erste Frage. Wer ist denn die Ausländer? Wer sind denn die Ausländer? Ja, du. Nee, meine, wer sind denn die Ausländer? Man sagt ja immer, die Ausländer können sich nicht benehmen. Wenn man von den Ausländern spricht, von wem spricht man denn da eigentlich? Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Was geht das?
Supergeil. Wenn man von den Ausländern spricht, ja, aber von wem spricht man eigentlich? An wen denkt man da zuerst? Sag mal Bescheid. Na, an den Türken. Natürlich, den Türken, den Moslem, den Turbanträger. Warum denkt man nicht an den Asiaten? Warum? Die sind eigentlich auch ein Ausländer. Warum denkt man nicht an, weiß ich nicht. An Italiener, Spanier, Franzose. Albaner, na gut, vielleicht schon. Oder Italiener, Spanier, Franzose. Warum denkt man nicht an den Engländer? Ah, ist auch ja Ausländer. Ja. Weißt du warum? Nee. Weil man über die nichts Schlechtes hört. Oh, gut, aber. Der Ausländer ist immer nur der Ausländer. Ist das mein Rucksack? Nein, ist das Dose. Weil, man denkt immer, das ist immer so diese Stammtischparole natürlich wieder auch, aber, es sind komischerweise immer, hatten wir das Thema schon mal bei dem einen, was ich als hasse und so, voilà. Jetzt können wir es aber ein bisschen ausbreiten in die Richtung, dass, eben der Hass auf Ausländer von den Nazis aus oder von den meisten Leuten halt aus auf diese Gruppe der Menschen zugeschnitten ist, weil eben diese es irgendwie nicht geschafft haben, sich weiter zu integrieren. Nicht, dass sie nicht integriert sind, aber im Großteil sind es die Menschen, die am wenigsten Deutsch sprechen. Mit den Sintis und Romas allgemein, die Ostblock-Leute auch noch dazu. Und ja, die zwei Gruppen eben. Osteuropa ja. und Südländer. Ja. Ein Italiener, von dem hört man kaum was Schlechtes. Von den Griechen auch. Es gibt vielleicht zwei, drei Fälle, aber ja. in der Regel, wenn man hört, von wegen Ausländer hat überfallen, bla bla, war es eigentlich in der Regel immer ein Araber, ein Türke, irgendwie in die Richtung was. Warum ist das so? Falls jetzt hier jemand zugucken sollte, ich will niemanden auf den Schlips treten, aber warum ist das so, dass genau diese Menschengruppe immer am auffälligsten agiert? Am aggressivsten auffällt. Richtig. Warum ist das so? Wird nur über diese Menschen berichtet? Wow. Oder ist das, weil viele sagen immer, die Medien, aber es ist ja, irgendwo muss ja was dran sein. Und ich selbst habe eigentlich fast nur von diesen Menschen, wirklich angemacht. Es stimmt allerdings. Gut, ich kenne auch ein paar Türken, die sind wirklich ganz okay. Natürlich, es ist ja... Oh, Gottes Willen, ja. Die Türken, da ist, die Auffälligen, sagen wir, reden wir von den Auffälligen. Das sind wirklich, es ist ja die Mehrheit, sind ja wirklich dann, es sind ja nicht mal die Türken. Es ist eigentlich nur... Falsches Bild von den Türken, es gibt ja mehrere Moslem-Staaten. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das an der Religion liegt. Gott bewahre, die Religion ist ja nicht falscher als der Christentum oder der Judentum. Richtig. Deswegen, also mit der Religion, damit hat es nichts zu tun. Warum ist es aber komischerweise, wie gesagt, bei mir in der Ausbildung als zweiten war es so, dass dann immer die Türken irgendwie Krawall gemacht haben. Oder Araber oder was auch immer, es sind ja Südländer, die sehen alle gleich aus meiner Sicht. Aber warum ist das so? Kann mir das vielleicht jemand sagen? Ich will jetzt hier niemanden ansprechen und jetzt wieder keinen Rechts- gegen Links-Streit auslösen, aber es ist ja so, dass es am auffälligsten ist, wie gesagt, dass es aus der Richtung kommt. Richtig. Das verstehe ich eben nicht. Und deswegen verstehen viele, deswegen kann ich das nachvollziehen, dass viele vielleicht sagen, die Ausländer müssen raus, aber es sind ja eigentlich nur die Türken und Araber, die sie raushaben wollen. Keiner will einen Asiaten oder einen Japaner raushaben. Die Japaner, die leben halt nebenher. Ja. Das ist ein Miteinander, kein Gegeneinander, weißt du? Richtig. Deswegen verstehe ich das. Aber gerade bei den Türken ist es auch ein bisschen komisch, dass die halt wirklich, weiß ich nicht, irgendwie sagen, Schwolle, ich schau dir rein, weißt du? Und, die sagen, von wegen, Deutschland will uns nicht integrieren, also integrieren wir uns auch nicht. Ja. Ich mir aber sage, ist auch aber die haben schon die Chance bekommen, nach Deutschland zu kommen, also man sollte auch schon dann irgendwie sich irgendwie anpassen können, sage ich. Ich finde, dass es ja wirklich auch von Leuten ist, gerade die schon wirklich 20 Jahre hier leben und kein Wort Deutsch sprechen, weil sich in ihren... Nennen wir es mal, es gibt ja in Deutschland keine richtigen Ghettos wie in Amerika. Richtig. Und dann wird man zum Beispiel in Köln ganze Straßenzüge, die wirklich, da wird kein Wort Deutsch gesprochen. Da sind auch nur türkische Läden mit aller Hollerbadacht oben dran, weißt du? Ja, ja. Und das ist wirklich so, wo ich mir denke, warum? Die haben doch die Möglichkeit, es gibt doch diverse Sprachkurse, die bezahlbar sind, auch in Deutschland. Die vollsten, weil sie haben ihre Züge, klar, wenn ich in Deutschland oder wenn ich als Deutscher nach in der Türkei ziehen würde oder irgendwo anders hin und ich hätte eine ganze Straße, wo nur Deutsch gesprochen wird, würde ich wahrscheinlich genauso reagieren, klar, aber ich würde versuchen trotzdem, mich der Arbeit wegen anzupassen. Richtig. Und eben, was ich nicht verstehen kann, ist, warum, ich sag mal, gerade dahingehend so viel auch gemacht wird, obwohl die teilweise uns gegenüber sehr, sehr stark rassistisch sind. Also sie sind ja uns gegenüber teilweise rassistischer als die Deutschen ihnen gegenüber. Klar, sie stoßen auf Ablehnung, aber ja. Teilweise sorgen viele ja auch dafür. Es ist ein ständiges Hin und Her. Wenn eine von beiden Parteien endlich mal aufhören würde, würde vielleicht auch, dazu müssten die Nazis erstmal aufhören. Aber nicht alle Deutschen sind gleichzeitig Nazis, weißt du? Richtig, richtig. Warum werde ich zum Beispiel von einem Südländer doof angemacht, wenn ich doch eigentlich gar nichts dafür kann? Er sorgt ja dafür, dass ich schlecht über ihn denke. Richtig. Und das, obwohl ich kein Nazi bin.
Was aber auch noch schlimm ist, weil du das gerade sagst, ich schaue ja bei einigen Let's Playern Rust an zum Beispiel, ja? Die Rust. Rust, ja. Und da sind manche so auf dem französischen Server drauf. Und wenn die merken, dass man Deutscher ist, dann heißt es immer gleich Nazi raus. Hm? Also das ist bei den Franzosen auch nicht gerade so, mit Geschichte haben die auch irgendwie nicht sowas. Weißt du? Ja, weil wir einfach keine Nazis mehr sind. Ja, aber das checken die irgendwie. Ich hab da gerade ein Fenster eingetötet, glaube ich. Fick you! Ich wollte nur das Haus einstürzen lassen. Das hast du eh nicht. Klar. Das will ich sehen. Haben wir doch schon mal geschafft. Ich hab's ja noch im Wilden Westen. Nee, ich will jetzt hier auch nicht irgendwie sagen, kriegen, ja, die Türken sind alle scheiße, ey. Nee, es gibt auch wirklich ein paar, die wirklich. Es gibt ein paar, es gibt eine Menge, es ist der Großteil. Es ist ja die Minderheit wahrscheinlich, die sich nicht benimmt. Aber die sorgt halt dafür, dass man alle anderen nicht leiden kann. Ja. Und gerade die halt auch so, okay sind, die sagen selbst zu diesen anderen, ja, wir schämen uns für diese Leute, die halt wirklich nur. Natürlich, denken. Das ist auch so, für die muss man sich auch schämen. Genauso wie die Deutschen sich für die Nazis schämen. Trotzdem werden wir mit denen verglichen, weißt du? Ja, das ist das Problem. Ist das mein Hauptsache gewesen? Och, Digga, schon, jetzt hau doch mal ab. Deswegen, ich versteh's einfach nicht, warum, ja, gut, das ist halt aber die Sache, wir können ja nichts dafür und der sorgt dafür, dass ich schlecht über ihn denke. Er dachte, ihr wollt mich ja eh nicht integrieren, wo ich mir sage, ich hab damit nichts zu tun. Ja. Du musst gegenüber nett sein, dann mag ich dich auch. Richtig. Ich möchte dich bestimmt integriert haben. Wenn du dich nicht integrieren willst, ist das dein Pech, dann mag ich dich auch nicht. Richtig. Und das gilt auch für die Deutschen. Ja. Ich sag's mal, viele bringen immer, die sagen, dann lern du doch mal Deutsch, mach doch mal einen Integrationstest. Nein, warum denn? Ich bin ja schon, ich lebe in Deutschland. Warum soll ich mich integrieren, wenn es mein Land ist? Richtig. Ich versuche nicht meine Kultur irgendwie oder meine Feiertage. Das ist das Problem auch. Die feiern, die haben ja ihre Feiertage aufgrund ihres Glaubens. Wenn ich aber jetzt in die Türkei gehe und sage, ich möchte gerne hier 1. Mai frei haben, dann lachen die mich aus. Richtig. Warum müssen wir denn uns zurückhalten? Ah, das ist ja auch so ein Stammtischparolenkram, ich weiß, aber. Ja, aber es ist doch so. Es ist halt so. Warum soll ich denn, warum darf ich denn nicht an einem türkischen Feiertag auch frei haben? Warum dürfen das nur die Türken? Richtig. Meine Raketenwerfer ist kaputt. Ach so. Ja, natürlich. Das ist das halt, was ich nicht so wirklich verstehe. Den dümmsten Spruch, den ich mal vom Türken gehört habe, ist Deutscher raus. Das ist echt lächerlich, ganz ehrlich. Wenn ich dich, ja, du bist in Deutschland, hallo? Ja, ich bin wirklich der letzte Mensch, der irgendwie rassistisch sein möchte oder sowas oder anfängt Ausländer zu hassen, aber man sollte sich nicht von jedem alles gefallen lassen, das ist mein Ding, weißt du? Jawohl! Langsam los hier. Du machst mein Haus kaputt. Setz mir erstmal einen anderen Helm auf, Moment, war mal den denn? Den Leuchthelm, da ist er. Du wirst geschlagen. Ja, ich weiß. Du stehst immer noch drauf. Nein, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber ich hasse die Ausländer, die sich auf Staatskosten ausrüsten. Die nur herkommen, um sich durchfüttern zu lassen, weißt du? Ja. Roma und Sinti halt. Die Türken sind ja eigentlich das wenigste Problem, die arbeiten ja auch. Ja, die, klar, die machen ja auch. Ja. Nur eben, ja auch kein Problem. Die Jugend, das ist ja vor allem, die Alten sind ja nicht das Problem. Die Jugendlichen meinen auf einmal einen auf Nationalstolz machen zu müssen, wo sich die Alten denken, ey, ganz ehrlich, wir leben doch hier. Ja. Wir können uns benehmen, ich benehmt euch, aber die Jugendlichen meinen auf einmal einen so, ja, ey, ohne uns, ihr wollt hier eh nicht. Hä? Was denn? Eure Eltern haben es doch auch geschafft. Benehmt euch einfach, wascht euch. Ist doch so, ich hasse Jugendliche. Ja, es ist so. Oh, ey. Entschuldigung, ich wollte den Zombie da. Na gut. Ich stehe dich halt einfach so ein bisschen was zurecht. Ich hab hier einen Ass. Eine Rumse. Sumse Biene. Scheiß Fliegen. Du redest von Waschtisch und hier kommen die Fliegen. Ja. Alter, wie viele Zombies sind denn hier? Eine Menge wahrscheinlich. Das ganze so. Radar ist bei mir voll. Ja, hat auch nicht zugenommen. Wie deine Mutti? Ich hab den Timer gestellt. Ich hab vergessen, den Timer zu stellen. Ja, war ja klar. Wahrscheinlich reden wir schon wieder 50 Stunden. Kann sein. Alter, wie viel ist denn hier los? Wo bist du denn jetzt hin? Ach da. Nein, du bist auf dem Dach. Geh mal wieder aufs Dach zurück. Da kann ich nicht, das ist alles überrannt. Mano. Dann soll man wieder das jetzt. Du gehst mir gerade richtig auf den Sack, weißt du das? Warum? Wenn du auf den Sack gehst. Ja, ich kann nicht, ich bin doch hier. Wo kommen die Fliegen eigentlich her? Ich weiß nicht. Waren doch vorher auch nicht. Ist da dem Gesicht vielleicht? Ach, deine
Mutter, ey. Warum hab ich denn jetzt den... Hä? Was? Ach, irgendwie ist gerade ein bisschen komisch bei mir gewesen. Die Sau. Ha! Befriedigung. Ja, ich geb dir gleich eine Befriedigung mit meiner Faust. Oh! Ich spreng hier alles in die Luft. Ich spreng gleich dein Anus, ja. Boah, sexy. Was ist das für ein... Gut, okay. Wenn du das so haben willst, kannst du das gerne haben. Wo bist du denn jetzt? Da hinten ist er irgendwo. Den war ganz knapp relativ. Laut Karte. Wo ist er denn? Ah. Ich komm nicht ran, ey. Ich komm nicht ran. Hui! Die Zombies sind so fliegen, ich find das so süß. Wow! Da schreien sie wieder. Ja, zum sonst wie vielen Mal schon. Naja. Boah! Mann! Lal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 a. Komm nicht ran! Komm einfach nicht ran! Muss ich ihn also anders ausschalten? Jetzt ja alles nichts jetzt. Ha! Gay! Der Penner! Ja, so, jetzt wo bist du? Jetzt. Offizielle Jagd, hab ich gehört. Official Jager. Oh, jetzt komm ich dich holen. Oh. Jetzt hab ich schon alles voll. Jetzt gehst du mir auf den Sack. Scheiß Minimap, wie soll ich ausschalten? Wow. Ups, Error. Alles klar. Wo kommt der denn her? Aua, 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 aua. Ich war halt gleich zum Nazi, ey. Alter Verwalter. So, wo ist er denn jetzt? Ach, da. Da ist der blöde Berg, ja, kurz mich an. Hä? Oh, lol. Hm? Teleporting Dave, ey. Ist geil, ne? Ah! Zombie! Alter, wo hast du den Aim her? Du cheatest doch. Ich hab Aimbot. Lal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 
geht's ab, Digga. Oh, ist die Drecksau. Ich werde mich nicht zeigen. Das kannst du aber vergessen. Oh, ist die Drecksau. Ich wüsste, wo du bist. Direkt im Busch. Da hinten ist er. Was? Nein. Ach, da oben ist die Sau. Oh, was? Was war das denn? Hä? Ja, was hast du geschossen? Sniper. Und dann direkt ein Headshot, obwohl ich gelaufen bin. Ja. Der hat auch an. Ich hab jetzt an, ja. Ich hab jetzt die Hosen an. Der hat sich nackig ausgezogen vorher. Ach, was sowas, wenn. Ich hab einen Propeller kreisen lassen. So. Och, wie süß. Och, wie süß. Nein, du bist ja richtig goldig, bist du ja. Maul halten. Nein. Was machst du denn? Wie putzig. Wie knuffig. Ah, knuffig ist mein Arsch. Ich scheiß gleich Regenbogen, ey. Blöder Nazi, ey. Was? Du blöder Nazi. Pass mal auf, du Nougat-Schnitte. Oh. Das erreicht mich. Wow! Das Haus bombe ich jetzt zusammen. Scheißegal. Dem Haus kommst du jetzt nicht mehr raus. Ach so, da oben haben wir sich versteckt, oder was? So sieht's jetzt also aus. Und bitte? Wenn du ernsthaft... Wow. Wenn du also ernsthaft meinst, du musst hier ein auf, weiß ich nicht, Artilleriestellung machen. Ich sehe nichts mehr. Das war bei mir auch falsch. Wow, fuck! Ja! Oh, trotzdem noch erwischt! Verdammt! Sehr schön. Gut. Naja, wie gesagt, zurück zum Thema. Ich mag Döner, ich mag Falafel, ich mag Dürüm, ich mag alles, ich mag auch Pizza und Renn. Hör auf! Du bist ein Cheater! Ich hatte nicht eine Waffe! Ich hab noch nicht mal eine Waffe! Dummer Cheater! Nein! Oh Gott! Naja. Kleiner Nuttenkopf! Wie gesagt, Türken sind cool eigentlich, ja, wenn natürlich. Sie normal sind, wenn sie sich benehmen. Ja. Ich finde halt nur, dass wie gesagt, Rassismus gegenüber einer Menschengruppe, in deren Land sie leben, ist total bescheuert. Warum werde ich als scheiß Deutscher abgestempelt, wenn sie doch in meinem Land leben dürfen? Sollen sie doch zurück in die Türkei, wenn sie es so cool finden, Türke zu sein? Richtig. Ich bin Kurde, ich bin stolz drauf, und dann geht er nach Kurdistan. Ach scheiße, gibt's ja gar nicht. Ah! Wurde auch von den Türken übernommen. Deswegen, ich finde das ganze Gebamsel da, weißt du? Die sind doch genauso rassistisch uns gegenüber. Richtig. Nicht alle natürlich. Nein, aber. Aber eben gerade größtenteils die Jugend, die es eigentlich am wenigsten schätzt, beziehungsweise die am wenigsten Ahnung hat von der ganzen Geschichte. Richtig. Die wollen sich dann zusammenraufen, ihr Ding machen, ist schön, aber sollen sie uns in Ruhe lassen. Genauso wie die Nazis, die sollen die auch in Ruhe lassen, meine Güte. Das ist doch totaler Humbug. Das war die nie lernen. Keiner von beiden lernen. Ich sehe auch nichts mehr. Bei mir scheint die Sonne gerade so drauf, ich sehe nichts mehr. Hier scheint die Sonne aus dem Hintern. Was macht er da? Oi! Hat nicht ganz so funktioniert, wie soll, was? Nee, nicht wirklich. Das funktioniert blöder irgendwie gerade gar nicht. Blöder Kütter. Warte mal bitte. Jetzt kracht's ein. Yippie! Na, nicht ganz. Boah. Wie das Haus schreit. Es hat Angst vor dir. Aha. Oh, was soll das auch? Hau mal das Haus kaputt. Yippie! Noch mehr! Ja! Ja! Oh,
Haus kaputt. Juhu. Oh, oh. Wo bin ich denn jetzt drin? Ja, ist jetzt eingefallen. So, nachdem das Haus kaputt ist, ist der Part dann auch zu Ende, würde ich sagen. Gut, dann warte ich. Du bist eine Sau. Das stürzt aber nicht ein. Ja, aber die einen noch da unten, da, die einen, genau. Das explodiert doch irgendwie nicht, wa? Hm. Doch. Mach weiter. Jetzt, der letzte Schniepel da. Jawoll. Voll. Oh. Oi, Befriedigung. Ja, in your anus. Alter, wie voller Burgrahmschuss. Oh! Mann! In your anus. Okay, warte mal. Warten auf was? Ein Geschenk für dich. Du hast ein Geschenk für mich. Hat's aber weggehauen. Triffst mich eh nicht, triffst mich eh nicht. Triffst mich immer noch nicht. Triffst mich immer noch nicht. Ich sehe auch nicht mehr. Ich gehe nur mit einem lauten Knall. Wie die Zombies bei dir fliegen. So gut, ey. So, komm. Na los, hier bin ich. Alter Schwede. Ich glaube, wir müssen mal einmal, wirklich komplett einmal, das wäre eine lustige Sache. Uns ein hohes Gebäude suchen, unten alles voll mit diesen TNT-Zeugs machen, den gesamten Fußboden unten, von außen einmal kurz draufschießen, so eine Zündschnur und dann oben draufstehen und gucken, wie um uns rum alles zerbröselt. Das machen wir dann mal ein andermal. So, Leute. Ich hoffe, ihr versteht, was wir meinen und seht uns nicht als scheiß Nazis. Ey, wir sind keine. Nee, Nazi raus. Boah. Ja, ne, gut. Wow. Ach, hier bist du. Ach. Und zu guter Letzt, ich auch nochmal. Hui! So. Ey, was war's am Sonntag? Nudelvergewaltigung. Oh, das ist sexy. Oh, oh geil. Also dann, wir sehen uns, Leute. Auf dann auf Wiedersehen, Tschüssikowski.